Meine Mutter träumte vor meiner Geburt von einem Drachen. Als ich 7 oder 8 Jahre alt war, erzählte sie mir, sie habe von einem großen Drachen geträumt. Er schwebte in der Luft über den Chiri-Berg, der meinem Geburtsort Sanchon gegenüberliegt. Dieser Berg hatte für uns etwas Mystisches. Er war heilig. Über diesem Berg also lag der Drache, zwischen den Wolken. Er flog, aber er stieg nicht hoch zum Himmel. Er konnte nicht. Er war verwundet. Meine Mutter erschrak über diesen Traum, denn er sagte ein schweres, aber bedeutendes Schicksal für mich voraus. Am 17. Juni 1967, morgens um 7 Uhr, wurde der seit 1956 in Deutschland lebende koreanische Komponist Lee Sang-yun in seiner Westberliner Wohnung angerufen. 2 koreanische Herren erbaten seinen Rat in musikalischen Organisationsfragen. Yun fuhr mit seinem Auto zu einem Treffpunkt im Stadtzentrum. Von hier aus rief er seine Frau an, es seien wichtige Besprechungen in Bonn, Rom und Paris zu führen. Die Herren hätten ihn gebeten, gleich mit ihnen abzufliegen. Yuns Auto fand sich Wochen später auf dem Parkplatz des Flughafens Tempelhof. Unter der Fußmatte lagen Yuns Führerschein, Zulassung und Garagenschlüssel. Wenige Tage später befanden sich Lee Sang-yun und seine Frau in einem Gefängnis in Seoul. Sie waren Opfer jener Entführungsaktion geworden, von der insgesamt 17 in der Bundesrepublik lebende Koreaner betroffen waren. 10 von ihnen sind noch heute ihrer Freiheit beraubt und erwarten eine Anklage wegen des Vorwurfs, Beziehungen zu nordkoreanischen, also kommunistischen Stellen unterhalten zu haben, mit dem Ziel, eines Tages in Südkorea eine Revolution anzuzetteln. Und alle schliefen, wachte ich auf und hörte einen Gesang. Eine Männerstimme sang irgendwo weit weg in den Bergen. Und ich hörte deutlich das Lied und ich hörte es jede Nacht und jedes Mal, wenn ich bei meinem Onkel war. Wer da sang, weiß ich nicht. Und niemand konnte es mir sagen, denn niemand außer mir hat je diese Stimme gehört. Es war eine überirdisch schöne Stimme. Niemand, nicht einmal die Stewardessen im Flugzeug, nahmen Kenntnis von mir. In Seoul wurden wir durch einen Seitenausgang geführt und in einen alten Jeep befördert, unter Bewachung von Soldaten mit aufgepflanzten Gewehren. So wurden wir ins Hauptgebäude des KCIA gebracht, des koreanischen Geheimdienstes. Einige Zeit später wurde ich in ein anderes Gelände geführt.
Da sind lauter niedrige Häuser, isoliert vom Hauptgebäude. Das sind die Folterhäuser. Weißt du, ob auch nur ein einziges meiner Stücke mich überlebt? Aber was würde das ausmachen? Ich arbeite so viel und so gut ich kann. Und eines Tages möchte ich aufhören und wieder zurückkehren in meine koreanische Heimat. Und dort am Meer sitzen, ganz still, und fischen und Musik hören im Geist, ohne sie aufzuschreiben, und mich selber finden in der großen Stille. Und dort will ich auch begraben sein, in der Wärme meiner Heimaterde.